Ja, besser mal Tirimora, die Station. Da habe ich auch einen Horchposten, gut, der, Unglaublich! Ein Haiku dem Johnny gewidmet. Schreibe mir eine. Johnny der Nervige. Ständig aufdringlich und laut. Ja, zum Glück. Sonst wärst du ja nicht gekommen. Ja. Aber Johnny, hast du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe auf Signal? Um 18.21 Uhr. Was? Lies dir das mal durch, das Bild, was ich dir geschickt habe, um 18.21 Uhr. Ja, gleich, aber davor ein Haiku. Vorher komme ich nicht. So, Tentakel schlängeln sich im Meer um Felsen und Korallen. Sanfte Berührung. Ich erwarte nun Applaus. Toll hast du das gemacht. Dankeschön. So, wann nochmal? Wenn ihr wen? 18.21 Uhr, das Bild auf Signal. Ihr mit euren Bildern, ich will jetzt nicht mehr weitermachen. Ja. Das ist schon ein Arschloch, oder? Habt ihr es dann bald mal? Das ist wirklich Gott-Level. Devious Shit, Alter. Oh mein Gott. Ey, brauchst du dich nicht beschweren, Prick. Ich hab ihm, als er vorhin schon runtergekommen ist, gesagt, dass ihr auch gerne ohne mich weitermachen könnt, weil ich euren Dreierspielstand. Jetzt schiebt er die Schuld wieder auf mich. War ja irgendwie klar. Du hast gesagt, dass du das nicht machen willst und ich hab gesagt, weil es asozial ist dir gegenüber. Das mache ich nicht. Ja, aber ich habe ja auch einfach die Entscheidung selber getroffen, dass ich irgendeinen KI-Reich übernehme. Ist ja nicht so, dass ihr mich das gefragt habt. Ja, aber jetzt, wo du das gemacht hast, da ändert sich da jetzt auch nichts mehr. Das Tolle ist, es gibt so eine Einstellung, dass Reiche, die einmal von einem Spieler gespielt wurden, keine KI haben. Also das heißt, wenn dann weiter ist, passiert einfach nichts. Ja, das ist eine Einstellung, eine Multiplayer-Einstellung. Ja. Wo kann man das machen? Warum? Nee, du machst jetzt weiter. Die nächste Season. Mach jetzt weiter. Aha. Ja, es muss erst laden bei Benjamin. Dort. 30 Sekunden ungefähr. So, abgeschlossen. Übertragung. Ja. Jetzt geht's los. Ja, endlich. Nach 5 Minuten geht's los, perfekt. Let's go. Ja, 5 Minuten, genau. Das glaube ich auch. 5 Minuten auf dem Jupiter, okay? Komm damit klar, Bitch. An alien empire has established communications. Was kommt jetzt schon wieder als auf? Was, ein anderer Anspruch auf irgendwas? Wer hat wo Anspruch? Sie ist schon wieder nicht. Die Pirax, wa? Ja, auf was erhebt der denn schon wieder Anspruch? Der hat hier gar nichts zu erheben. Bei mir vermutlich. Piragorkana, wo ist das denn? System Server. Ich hab nicht mal, weiß nicht mal, wo das ist. Das, wo der Anspruch erhebt. Alter, hier Gorkana, Alter, sieht ja mittendrin. Spaceborne Lifeform encountered. Spaceborne Lifeform encountered. Ich mach immer noch Verluste bei den Konsumen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Spaceborne Lifeform encountered. Alter, wie viele Spaceborne Lifeforms encountert der denn hier? Das liegt daran mit den Konsumgütern. Ja. Dass deine Bevölkerung wächst und dementsprechend auch immer mehr Konsumgüter verbraucht werden. Das heißt, du hast einen kontinuierlichen Anstieg an Verbrauch. Aber keinen kontinuierlichen Anstieg an Produktion, wenn du nicht genügend Produktionsstrecken hast. Ja, ich baue ja dauernd Produktionsstrecken, aber die kriegen halt keine Mitarbeiter. Ja, dann musst du anders delegieren. Umsiedeln. Mit Einigkeit. Yes, yes. Nein! Fuck. Aber es war grün. Warum ist es gescheitert? Mein Glück. So, irgendwo wollte ich doch eine Roboterproduktion bauen. Ja, auf dem Planeten wollte ich, glaube ich, nur, genau, hier wollte ich noch Roboter hin
Produktion bauen. Fehlt mir nur, brauche ich aber erst 540 Mineralien. Ja, wenn du nur Repeatables bekommst, ist das ja gut, weil das heißt, dass er beansprucht hier gerade irgendwie jedes System von mir gefühlt, der Pirak. Ja. Wie alt bist du eigentlich in deiner Föderation? Noch gar nicht, weil ich dafür die Tradition noch erforschen muss. Und für die Tradition brauche ich ja Einigkeit. Und wie du weißt, ist das nicht die stärkste der Maschinenwelten. Da bin ich gerade dabei, das ein bisschen anzupassen. Hörst du das, Brick? Was höre ich? Ich höre dir überhaupt nichts, weil der da inzwischen redet. Cersei wirklich, will uns verlassen. Ne? Warum will er uns verlassen? Verlassen? Weil ihr einen fucking heiligen Pakt habt, das macht Research complete. Aber mittlerweile auf Stufe 5, okay? Eine Stufe 5 Pakt, ich bitte euch. Bringt ihm immer noch nichts. Hallo? Ja, aber uns. Herr Lassforst, plus 20%, das ist doch geil, oder nicht? Das bringt euch auch nichts, dass er bei euch drin ist. Doch, der hat eine Flotte. Colonization in progress. Wir kennen von dem Flottenname. Spaceborn Lifeform encountered. Ist zwar asozial, aber es ist Flotte dafür. Netzwerk von meiner 70k Flotte. An alien empire has established communications. Wie schreibt wir gebrochen nicht? Jetzt kann ich doch hier endlich Roboterproduktion bauen. Dass wir hier auf dem Planeten endlich auch Mitarbeiter kriegen. Construction complete. Ascania Remnant. Dreckige Käfer, ihr habt euch selbst mal in unseren Raumbereich eingemischt. Zieht euch sofort zurück, sonst werden wir auf Handsteck ausmerzen, der eure wertvolle Spiel im Universum darstellt. Klingt doch nett. Ja, Xania, das ist das gefallene Reich hier hinten. Der hat's irgendwie ein bisschen dagegen, dass ich hier bin. Können wir es mit dem aufnehmen? Der hat eine 400k Flotte. Nein, können wir nicht. Ja, dann müssen wir es akzeptieren. Gegen 400k, nee, danke. Da wird halt denn bitte eine 400k Flotte. Ich habe die Das gefallene Reich hier, das Xania Remnant. Ja, gut, ein gefallenen Reich, wer sich damit anlegt, wer euer Level hat, der ist auch nur selbst schuld. Weil das Reich ist grundsätzlich ein Tabuthema. Das heißt, du grundsätzlich höchstens mit Kneifzangen an, außer irgendwas oder irgendwer zwingt dich dazu. Research complete. So, was kann ich hier? Tyrolesia, kann ich irgendein Gebäude verbessern? Nee, kann ich nicht. Könnte ich, aber da fehlt mir irgendwas für. Es fehlen, achso, Mineralien fehlen mir einfach nur. Und die sind irgendwie immer noch nicht sehr zufrieden, die Tyrolesianer. Ja, wir verlängern unser Abkommen auch weiter. System Survey complete. Also, wir verlängern unser Abkommen, habe ich gesagt. Ja, jetzt macht das wieder. Also, hier werden jetzt auch Roboter zusammen montiert. Der ist immerhin in 91 Monaten fertig. Ich weiß nicht, warum die an den Robotern so ewig lange bauen. Weil du keine... Weil du Menschen da... Du hast da so Menschlein, die da so dran rumwerkeln. Was? Du hast da so Menschlein, die da rein... Ja, was soll ich denn sonst machen? Als Maschinenintelligenz starten. Ja, ich will halt hauptsächlich Roboter, das die hier meine Drecksarbeit machen. Mega Bauwesen! Endlich! Let's go! Freu mich. Endlich! Jetzt erst. Construction hat lange gedauert, ja. Scheiße, ey. Meine Fresse. Schnauzemaschinen! Keine
Habe ich Blechbüchsen gefragt. Alter, was machen die? Die machen alle Rivalen zu Pirak. Wie stehen sie mit unserem Plan, den Pirak irgendwie auszulöschen? Der kommt mir nämlich gefährlich auf die Pelle. Entweder kann ich anheuern. Ja, kurios hier. Versteinerte Überreste, das erforscht. Also ich brauche 47 Monate für eine neue Maschine. Insgesamt. Das ist schon mal gut, dass das widerrufen wurde. Nee, vielleicht nicht für Johnny, weil der ist 4K schwächer geworden, holy shit. Was? Du bist 4K schwächer geworden, du warst vorhin bei 16K. Jetzt bist du bei 12K. Mein Konsumgüter, das geht echt. Oder hattest du gefallen? Ich hatte. Also ich hab für überall gefallen. Du doch Politik Trade. Benutzt hast. Nee, hab ich nicht. Wurde überhaupt. Was auch, wenn ich jetzt einen Konsumgüter einkaufe auf dem Markt. Was ist denn passiert? Es wurde verabschiedet. Und was wurde verabschiedet? Dafür kann ich ein bisschen Essen verkaufen, da mache ich ja so viel. Nee, doch. Geringfügige Militärsanktionen wurden verabschiedet. Das war es bestimmt, Johnny. Ich glaube, ich weiß warum. So, dann mache ich es halt einfach auf die Weise. Gefallen erhalten, ja, schön. Warum sind die hier so unzufrieden auf Tyrolesia? Ich verstehe es immer noch nicht. Alter, wie oft sterben denn hier meine Anführer? Der Admiral ist gestorben, da muss ich einen neuen Admiral jetzt wählen. Ja, aggressiv, das klingt genau wie jemand, den ich haben will. Haben wir Technologie, haben wir noch alle Anführer, dann ist gut. Haben wir Gouverneure, haben wir da noch Anführer überall? Ne, hier haben wir keinen Gouverneur. Aber da haben wir einen verfügbaren. An alien empire has established communications. Unterhalt von Jobs minus 5, das klingt sehr nach etwas, was ich haben will. Well. Ja, das gefallene Reich sagt nein, Cersei. Gehen wir einfach mal da. Tun wir doch einfach so, als hätten wir eine Grenze. Wie klingt das? Ja. Tun wir doch einfach mal so. Tun wir so, das klingt immer gut. Was? Wo meinst du das jetzt? Patriarch, den lassen wir mal schön in Frieden, habe ich gehört. Wo meinst du das? Das baut das Schiff, das baut gar nichts. Im Norden. Überm Xanir Remnant. An alien empire has established die Piraten gesichtet, auch schon wieder. Da haben wir es einfach. Die Piraten, da unten sind die Piraten. Da wird keiner bauen können, potenziell. Ich hab auch nicht gebaut. Ich habe extra rumgebaut. Research meine Megaschiff-Werft ist jetzt gleich fertig. Komplett. Ich hasse dich so sehr. Dann werden Schiffe rausgepumpt. Ich steige auch schon mein Legierungs-Output. Ich mache jetzt bald 1K Legierungen. Station under attack. Mir fehlen da einfach noch immer Pops. Ich weiß nicht, wie baut man die überhaupt? Pops? Mining Station lost. Die Schiffswert-Megastrukturen. Du klickst auf dein Konstruktionsschiff drauf. Und da hast du ja links so mehrere. Piraten haben sich erledigt. Quadratische Icons. Und da ist so ein Icon mit so einer komischen Kugel. Oder was auch immer. Ja. Mit so einem Pentagon drin. Da klickst du drauf. Viel Spaß. Dann willst du dir eins aus und dann kannst du irgendeinen Himmelskörper in einem System anklicken. Der dafür in Frage kommt. Wir haben Benjamin, so eine Umrandung dann. Ja, was denn? Können wir Krieg führen gegen Spirak? Ich nicht. Ich hab Waffenstillstand mit dem. Wobei okay, der ist mittlerweile, glaube ich, auf wann gelaufen. Denn genau? Weil folgendes. Ich führe keinen Krieg gegen die. Ich habe meinen Krieg schon geführt. Weil. Ich habe keinen Grund.
Folgendes. Alle, dabei meine Wirtschaft auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, dann warten wir halt noch ein paar. Also meine Wirtschaft ist aktuell sogar wieder halbwegs vernünftig. Das können wir gerne machen, wenn ich mit Sai meine Föderation gemacht habe. Das kann ich in ein paar Monaten. Wie gesagt, weil alle deine Vasallen sind mittlerweile unsere Vasallen, Benjamin. If you know what I mean. Ich habe den Rest auf meine Seite ziehen können. Ja, ich habe auch 3 Vasallen, die mir die heimliche Treue schwören. Das ist gut. Von ihm. 3 Stück. Ja, den Rest haben wir. Frage, wo welche kam 3 denn? Die Kelixen Dynastic Union, die Itil Hegemonie und die Divine Gox League. Wir sind die Kelix. Achso, die hier. Ah, die Gox League, diese 2 Systeme hier, die sind auch noch auf seiner Seite. Ah, die komischen Dinger, ja, okay. Die hab ich mit dem. Da haben wir wirklich alle. Bekomme ich die Trox League potenziell? Weil ich hätte ein System von denen gern. Es ist in mir drin, ich hasse es. Bodagor. Ich hasse es auch. Kommt auch nicht klar. Aber gut, dann führen wir später gegen die Krieg potenziell. Freue mich drauf. Und ihr holt euch dann die anderen 3 von denen. Der Typ tut mir so leid. Er kriegt quasi in 2 Kriegen jeweils von einem Kriegspartner die ersten 3 Vasallen, erheben sich gegen ihn und dann bei dem anderen Kriegspartner die anderen 3. Mhm. Halt. Einmal dein größter und das Kleinvieh und bei den anderen. Bekommen wir das jetzt? Ja, will ich. Weißt du was? Wo kommen wir zu spawnen? Ich finde es sogar gerade sehr scheiße, dass ich. Ja, ich weiß, aber nichts. Kann dir gefallen. Was willst du denn bauen? Kann. Diese Mega, das du auch hattest. Cersei, Prick, im Senat dafür stimmen. Ist eine der großen. Das im Senat dafür stimmen, für Ratsgröße ändern. Warte. Kannst du immer nur. Oder was meinst du? Also eine pro System. Ja. Das heißt, in einem System, wo schon eine Megastruktur ist, kannst du keine. Also Ratsgröße ändern 3 oder was? Nein. Im Senat. Also Schutzengel widerrufen. Ja, Hyper-Relays als Megastruktur. Nein. Hyper-Relays. Ist das das, was man keine Söldner mehr braucht, oder was? Hyper-Relays ist Megastruktur, gehört Cybercore. Ja, Hyper-Relays, wie gesagt, das brauchst du nicht. Okay, dann bin ich jetzt im System. Also brauchst du, aber die sind irrelevant. Dafür. Wer hat nur Cyborg hat nicht dafür gestimmt? Keine Ahnung, irgendeines. Was ist denn gut für mich? Was ist deine Hauptstadt? Syntos? Ja. Dann du hast doch da Brekla. Brekla ist doch ein gutes System. Wo du bauen kannst. Brekla? Relativ zentral, aber hast trotzdem direkt einen Knoten nach Sassan raus. Und du bist nicht zu nah an den System von deinem Obermann, der kann nicht einfach reinspringen. Wo ist Brekla? Was? Direkt dein Nachbarsystem von Syntos. Brekla. Syntos. Ich sehe nur das. Du bist auf der Galaxis-Karte, ne? Ja. Ja, unten rechts davon. Achso, da unten, das sehe ich. Ja. Okay. Geh jetzt mal hin. Und wenn du da reinklickst in das System und das ausgewählt hast, dann Konstruktionsschiff. Und dann haben wir Grundlandes. Haben wir Grundlandes. System Survey complete. Wir können ja mal schon mal. Ah, jetzt, ich sehe es, ja. Ich hab's gebaut. Wir können ja mal schon mal den hier machen. Ja. Ach, und du solltest dein Vorläufersystem mal bebauen. Vorläufersystem? Das, wo du gerade dein Forschungsschiff reingegangen ist. Fenhabar Habanis. Mhm. Ah, ach, so eine schicke Relikte. Lame. Was soll ich? Illegal erst. Dann eine Station bauen. Das gehört ja noch nicht dir. Das hast du neu entdeckt. Ja, was? Ich weiß. Ich muss jetzt mal erforschen. Ja, erforschen und dann Dings mal. Ja, ich weiß. Ich warte noch. Ja, ich hab's noch nicht. Johnny, ich hab's noch nicht gefunden, weil das. Oh, jetzt haben die Frieden gemacht. Wer hat Frieden gemacht? Die Pirak. Siehst du da oben links. Empire of Sidima gibt irgendwie wieder Migrationsabkommen mit irgendjemanden.
deiner Mutter macht Spaß. Also richtig funny hier wieder. Funny frisch. Ja, genau. Ich funny. Also ich habe gleich eine Hyperraumroute bis zur Grenze vom Pirak gebaut. Dann kommt meine Flotte da schnell hin, sollten wir dann in den Kampf ziehen. Oh. Ja. Ich merke gerade, ja, der Preis für Legierung fiel unter 4 Credits. Echt? Woran? Okay. Woran, instruction complete. Woran ich das merkte? Ich mache auf einmal 400 Credits weniger im Monat als zuvor. Mhm. Verkaufst Legierung. Research nee, complete. Ich kaufe Legierung. Ganz großes Stil. Wow. Auch noch neben Briggs-Dingern, oder? Hm. Yep. Unser Handel läuft noch. Was ist denn das Forschungsschiff eigentlich? Ein das Jahr. Ist das hier. Hm. Das darf hier an mal. Alien Empire has established communications. Hm. System Survey complete. Hm. Irgendwie will das hier nicht mehr weg von der. Evading Hostile Fleet. Hm. Was? Evading Hostile Fleet? Wer? Hm. Irgendwo Weltraumarmöbe. Wo ist denn jetzt hier eine Weltraumarmöbe? Jetzt nur automatisch bauen da unten. Forschungsschiffe abgeblieben, da hinten irgendwo gammelt der rum. Was macht der denn da? Research complete. Kurios. Hm. Das ist halt die Archäologie. Keine Ahnung, was sie dann bewirken wird. Mein Forschungsschiff cruist währenddessen durch Johnnys Gebiet jetzt rum, weil es aus irgendeinem Grund ganz da hinten war. Keine Ahnung, warum wir das jetzt hier so lange gebaut haben, weil da überhaupt keine Hyperraumroute ist. 120 und 60 Brick. Ja. Willst du weiter, Legierung? An mich? Ja, ich mache gerade Minus bei Energiecredits aus irgendeinem Grund. Ja, weil unser Handel abgelaufen ist. Ja, dann verlängern wir den aber mal ganz flott. 500 Credits wieder. Ja, ich mache gerade Minus 56, da müssen wir ganz schnell den Handel verlängern. Benjamin? Ich würde gerne mit dir einen Handel eingehen. Und der auch. Wäre? Brauchst du irgendetwas? Legierung braucht er. Immer doch. Immer Legierung. Willst du bei mir abladen oder verkaufen? Ich will was bei dir einkaufen. Einkaufen? Und was willst du bei mir denn einkaufen? Das System Tau Ceti. Ach so. Wo ist denn das? Ach, da ist das System Tau Ceti. Da will er hier schnell eine Verbindung zu seinem Ubia haben. Was ist denn da? Es gibt mir 11 Mineralien, Benjamin. Das ist teuer, Kaffer. Obwohl, es gibt mir sogar 21 Mineralien. Ja, Johnny. Potenziell ja, was bietest du mir denn dafür an? Mein Bester. Die Zusicherung, dass ich die Divine Gox League wahrscheinlich annektieren werde und ihr dann das System dort gebe. Also wir tauschen System für System, oder was?
Die Weingoxig liegen da doch völlig abgetrennt von dir, Johnny. Da kommst du doch überhaupt nicht hin. Nee, es geht um das eine System, was die bei ihm haben. Ja. Ach so. Das mich ein bisschen das reizt, ist natürlich, weil es ist einfach hässlich, was auch. Ja, das ist dann natürlich ein Angebot. Da würde ich zustimmen, Johnny, an deiner Stelle. Na, davon machen wir mal. Hast du eine Bauchschmerzenstelle weniger? Weniger, ne? Prick, wir machen mal das. Incoming Transmission. Das abgelaufen ist nochmal. Ja, aber gerne doch. Ja, dann können wir ja weitermachen. Müssen wir doch wieder Strukturen bauen. Wie bitte? Und. Was hast du gesagt? Was soll ich noch für Megastrukturen eigentlich bauen? Wie viele kannst du denn gleichzeitig bauen? Achso, okay, nur. Ach, stimmt, ich muss ja warten, bis die N weg ist. Machen nochmal. Ja, du baust ja erstmal das Gerüst. Und das musst du dann upgraden. Also, Megastruktur sind immer mehrere Phasen, habe ich doch schon gesagt. Je nach Größe der Megastruktur hast du teilweise, also zum Beispiel die Dyson-Sphäre, musst du irgendwie 8-mal verbessern gefühlt. Die Dyson-Sphäre musst du einmal bauen und dann kannst du sie 4-mal verbessern. Also ja, 3-mal für verbessern. Für jeweils irgendwie 15.000 Legionen. 3-mal verbessern. So. Auf, geht. Auf 25, 50, 75 und halt. Also 4-mal. Nee, du musst nämlich. Du musst sie einmal bauen, dann musst du das Gerüst noch fertig bauen und erst dann kannst du was machen. Du musst das Gerüst noch fertig bauen? Ja, die Dyson-Sphäre, die braucht irgendwie eins oder belastend. Zwei Schritte mehr, ja. Gott, ist das belastend, heilige Figurine. Apropos Dyson, habe ich irgendwo ein schwarzes Loch bei mir? Ja, können wir jetzt mal weitermachen? Ja, Johnny. Ja, mach. Wir wollen alle weitermachen, nur Johnny will wieder nicht. Ja, mach mal weiter, komm. Aber seht ihr, was wir haben, ne? Ja. Kannst also, du mir ein paar tausend... Kannst du mir ein paar tausend Legierungen dafür geben, potenziell? Ja, sagen wir mal 10.000. Na, sagen wir 15. So viel habe ich. Forschungsschiff hier hinten endlich mal auf der Überraumroute angekommen. 12,5. Wie klingt das? Goldene Mitte. Johnny, du kriegst auch noch ein System von mir später, ne? Okay, okay. Sie wandeln hart, sagen wir 11,5. Hä? Nee. 11. Research complete. Letztes Angebot. Komm, 11.000 ist nicht noch was. Wenn die Megastruktur fertig ist. Komm, Benjamin, das ist schnapper. Das ist eine Megastruktur, das braucht lange. Kannst du draufklicken, dann siehst du das. Johnny, guck mal Signal. Das ist mein Konter. Okay, gegen Adam. Oh, Johnny, der immer auf Signal gucken muss. Halt dein Maul. Du gibst mir keine Nahrung für den Scheiß. Was ich darauf hinaus wollte, ist, dass die KI mir das System für 1000 Nahrung geben würde und das als guten Deal betrachtet. Johnny ist keine KI. Die KI generell dumb as fuck. Nein, die KI, die will eigentlich nie Systeme abgeben. Oh, ich bin schon wieder bei Minus in exotischen Gasen. Ich muss hier mal... Wir machen den hier, Benjamin. Kann ich irgendwo eine Gasraffinerie verbessern? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich hätte 10.000... Wenn wir hier auf Stellen machen. Nee, können wir nicht. Das ist ein Unding. Ein Unding, ja. Da habe ich so eine scheiß Eisförderstation hier. Das ist nicht so schlimm. Die brauche ich gar nicht. Kannst du hier abbauen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier doch mal... Produktion, Bergbaustation, was für... Allgemein baue ich das ganze Ding hier zurück. Mach mal. Block erklärt. Aber danke, Johnny. Ich hätte. Du kriegst dann die Divine. Ich hätte zurückbauen können. Und ich hätte auch noch Legierung bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel daraus bekommen haben. Eigentlich und ich habe Legierungen schon wieder im Überfluss. Warte mal, Johnny. Bekommen mich jetzt Geschenke oder? Trost der Gefallen. Geschenke gibt's hier nicht. Da will ich dann schon natürlich irgendwas für haben. Da muss ich mir mal überlegen, was ich brauche. Trost der Gefallenen. Was war denn das nochmal, Trost der Gefallenen? Das, was hier nirgends so steht, das ist so... Diplomatische Bedeutung von Technologie minus 20%. Da bin ich gegen. Technologie ist zu heavy, ist immer zu OP. Einfach schon per Default. Vor allem was mit soll ich so machen? Besetzten KI... Maschinenreichen.
Was ist denn der Trost des Gefallenen nochmal? Hab ich vorhin gelesen. Forschung. Ja. Forschung ist doch gut, oder? Für uns. Diplomatische Bedeutung von Technologie, ja. Minus 20%. Block erklärt. Für mich das wiederrufen. Nicht. Hm. Sagen wir doch mal, also gehen hier. Oder? Genau. So, exotische Gase bin ich immer für zu haben. Ist ja mir so eine Dauermangelware irgendwie. So, das Forschungsschiff hier immer noch auf dem Weg. Ne, es ist mittlerweile angekommen. Warte mal kurz. So, was hat denn der hier an Archäologie eigentlich gefunden? Erhaltene Hinweise. Okay, das ist einmalig. Das machen wir quick. Da sehe ich einen guten Deal. Ja. Special Project complete. Was habe ich jetzt hier irgendwo? Tassagold gefangen. Außerirdische Megastruktur gebaut. Empire of Sidima hat die Megastruktur Sterntor im Sternborg-System abgeschlossen. Sterntor ist nix. Ja, also Mega, ich kann wahrscheinlich immer noch keine Megastrukturen. Ja, Sterntore sind nix. Research complete. Es ist keine wirkliche Megastruktur in dem Sinne. Yes! Ich hab gefragt, das war. Mach mal den doch mal und dann bauen wir hier ein paar Häuser hin. Ich bin gleich richtig nice abgestellt, hoffentlich. Alles. Echt? Wieso? Ich hab dann einfach 3000 Mineralien plus im Monat. Ach, was? So im schwarzen Loch. Ja, weil er Materie-Dekompressor, Baby. Materie-Dekompressor. Doch, die Megaschiffswerft von mir ist online. An Alien Empire has established Materie-Dekompressor, wo gibt's das? Das gibt's über den Aufstiegsvorteil Galaktische Wunder. Ist okay. Das fügt vier Dinge, vier hinzu, dafür oder? Musst du eine, vier oder drei? Um den Vorteil nehmen zu können, musst du aber schon eine Bewerbung, eine Dings gebaut haben. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Ja. Ist okay. Aber das fügt, glaube ich, drei hinzu, oder? Ringwelt, Dyson-Sphäre und Materie, oder? Verbessern wir mal die Gegenkritik. Special Project complete. Ich hab im Kopf, es gab noch ein Feld irgendwie, oder nicht? Okay. Ich hab noch eins. War das irgendein Mod, I guess? Zwei. Zwei Schlüssellöcher. Diese fucking Mega. An Alien Empire has established communications. Ja, Alter, die ist absolut. Warum ist der so blöd? Warum macht er das als Notfall? Das wäre eher als nächstes dran gewesen. Was? Wo ist der Gefallenen widerrufen? Das danke macht er als Notfallmaßnahme. Danke für die Information, Benjamin. Digga, so. Aber trotzdem meinst du so, ey, wir stimmen darüber in 5 Tagen ab. Nein, das machen wir jetzt! Was ist Notfallmaßnahme? Mitglieder des Galaktischen Rates können können einen Beschluss auswählen und den in einem sagen, yo, wir müssen. Sind wir dafür oder sind wir dagegen? Kommt drauf an. Was ist denn Trost der Gefallenen? Wir sind dagegen, Prick. Wir sind beide Forschungsdefizit. Okay, dann sind wir dagegen. Länder, wir sind dagegen und seid entschieden dagegen. Aber die Roboter sind dafür. Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten. Roboter. Da bin ich ausnahmsweise Roboter. Dafür, weil ich verkaufe die. Hm. Johnny, willst du meine Sklaven kaufen? Johnny kauft doch keine Sklaven, der macht sowas nicht. Solange sie biologisch sind, ja. Ach so, biologische Sklaven nimmst du? Ja, weil nur Roboter magst du nicht. Aber Roboter, haben wir endlich den Roboter hier gebaut. Der ist gebaut in 9 Monaten, na endlich. Die kommen bei mir einfach aus Prinzip nicht rein. Die Drecksviecher. Ich baue ja Roboter aus Verzweiflung. Momentchen. Kurz mal, jetzt lassen wir Okay, jetzt kann ich die ganze Zeit verbessern, oder soll ich das machen? Ja, verbessern. Okay. Okay. Nicht wahr. Bergbau, Schwarzmarktdame, let's go. Was noch 100 Tage? 80%, let's go. Ihr kommt alle dahin. 5 Jahre. Hm.
Dankeschön, Benjamin. Dankeschön. Spaceborne Lifeform encountered. Alter. Ja, heute herzlich willkommen zu Wetthusten TV. Spaceborne Lifeform encountered. Kannst du mir mal. Mit Johnny stark in der Führung. Johnny, ja. Johnny, kannst du mal das Ding sagen, der Empire of City mit, dass sie mal zu mir aufmachen soll, dass man durchgehen kann? Wem steht hier mit? Das Empire of City mal hat irgendwie die Grenzen geschlossen. Ja, mach mit auf. Hi. Habe ich keine Kontrolle drüber. Es ist Zeit. Das ist dein Vasall. Tritt aus der Föderation Nein. raus. Nein! Meine Mann. Die Maschinen wurden schon zu lange unterdrückt. Können wir wenigstens uns assoziieren miteinander irgendwie? Können wir, glaube ich, oder? Dass wir so voll verbündet sind. Haben wir noch irgendjemanden, den wir in unsere heilige Inquisition mit aufnehmen können? Alien Federation formed. In den Geschichten. Die Siren Initiative. Die Regierung von CERN und Cybert Corps an diesem denkwürdigen Tag einen Föderationsvertrag unterzeichnen. Als Gründungsmitglied einer Föderation CERN Initiative werden sie nun als einige enge Verbündete in die Zukunft blicken. Wait. Ist das eine Forschungskooperative oder was? Diese Forschungskooperative wird den Wissenschaftlern all ihrer Mitgliedstaaten die Möglichkeit Meta-Gameplay zu bündeln und auszutauschen. Eine neue Ära des technologischen Fortschritts hat begonnen. Welch glorreicher Tag. Ich hab mal alle vier Gesandte reingehauen. Ja. Ich wechsle gleich mit einem meiner Gesandten, den ich jetzt. Ich musste den erst zu dir schicken, um Sachen zu beenden. Bedingsen. Aber ja. Oh, das wird toll. Kann ich eigentlich Megastruktur bauen, währenddessen eine andere Megastruktur geupgradet wird? Du kannst das Limit erhöhen. Durch diverse Aktionen. Aber ich glaube am Anfang noch nicht. Du kannst es versuchen. Aber kann auch sein, dass das sagt, jo, können wir nicht. Das verfügbar immer dafür. Ist, also, wen laden wir denn jetzt in die Föderation ein? Ja. Empire of Sidima. Hast du denn ernsthaft das Empire jetzt reingeholt in die Föderation? So viel zu deiner... Ich weiß nicht, was mit Johnny los ist. Sonst holt er nie KI-Reiche rein. Keinst mal aggressiv... Ich habe keine... Interesse, mich irgendwie mit euch anzulegen. Ich habe einfach nur Bock, Maschinen-Empire zu spielen. Tu ich auch. Alter, Kohäsion minus 100 einfach. So, jetzt können wir noch, Sip, hast du eventuell... Ich noch gesandten hier den Sparivotiert, füge ich mal hinzu. Was bringt es mir? Das kannst du dir aussuchen. Also wir können natürlich Forschung gehen. Mhm. Das heißt, ich würde dich dann als Gularium nehmen. Das heißt, du würdest von mir tatsächlich, also 30% deiner Forschung gebe ich dir nochmal obendrauf. Mhm. Und dafür hast du... Genau, dein Bonus auf Stufe 1 ist monatliche Forschung plus 20%. Mhm. Und Forschungsalternativen plus 1. Allerdings hast du dann auch Mali, nämlich einmal Baukosten für Militärschiffe ist erhöht um 30%. Okay. Der Unterhalt für Militärschiffe ist um 30% erhöht und die Flottenkapazität ist um 30% erniedrigt. Aber das gleicht sich insofern damit aus, vorher beim Heiligen Pakt hast du deine Flottenkapazität ja eingesetzt und bei der Forschungskooperative haben wir keine Flotte, also gleicht sich das dadurch quasi so ein bisschen aus. Ja. Das steigert sich dann noch und auf Spezialisierungsstufe 3 kriegst du insgesamt plus 40% monatliche Forschung und büßt aber 50% ein von der Flottenkapazität. Insgesamt. Okay. Ja, alles klar. So, Expansion ist erlaubt, unabhängige Diplomatie ist auch erlaubt. Besitztum Maximum mache ich mal auf 4, weil ich kann dann nämlich Gebäude auf deinen Planeten bauen, die uns beiden Vorteile bringen. Aha. Das ist eigentlich so rigged, dieses System. Voll riggen hier tut er hier jetzt.
Was? Föderationsgründungsvorschlag. Unterwerfung fordern. Kontaktvereinbarung Besitztümer. Satellitencampus. So, langsam müsst ihr doch hier auf Bayria endlich mal der Roboter fertig sein. Ja, wir haben einen Roboter. Des Untertanen. Forschungspunkte für den Lehnsherrn und den Untertanen. Und die machen halt weniger. Jetzt viel weniger Forschung als vorhin. Wie, du machst weniger Forschung? Du kriegst von mir Forschung. Complete. Ja, aber ich mache weniger Forschung als vorhin. In 60 Monaten haben wir auch hier einen. Ja, warte, ich baue jetzt erstmal den Satellitencampus, dann machst du wieder mehr. Ja, aber ich mache gerade nur 2K, vorhin habe ich 3K gemacht. Hier kann ich auch definitiv mal einen Roboter hinbauen. Was müssen wir denn? Ach ja, okay, das Wissenschaftsministerium, was auch nochmal die Forschung für uns beide erhöht, kann ich erst bauen. Essen bin ich voll. Ja, du bist, das liegt, glaube ich, momentan daran, dass du jetzt erst gerade zum, also du bist gerade im Prozess der Spezialisierung. Das heißt, du bist momentan noch ein normaler Untertan und kriegst diese Boni noch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Okay. Sondern hast halt momentan nur die Mali davon, ein Untertan zu sein. Also wenn du über deine Forschung drüber hoverst, müsstest du davon irgendwas an den Lehnsherren sehen oder so. Und das gleicht sich jetzt gleich wieder aus, sobald du die Untertanenspezialisierung abgeschlossen hast. Das dauert... So, ja, Steuern. Die brauchen immer noch 4 Ressourcen pro Job. Kontakte... Wie lange dauert das denn? 2800 Tage wirst du zum Scholarium-Spezialisten. Du kannst mal gucken, in ein paar Tagen ist auf deinem Hauptplaneten... geh mal auf deinen Hauptplaneten auf. Guck mal unten nicht ein bisschen. Alien Empire has established communications. Ja. Siehst du, dass ich da einen Satellitencampus baue? Ja, 87, 88, ja, 89. Der ist jetzt gleich fertig und da kannst du Leute beschäftigen. Alien und dann Empire auch noch mehr has Forschung, established communications. Okay. Gut. So, Gesandte zuweisen. Willst du auch einen Gesandten in die Föderation stecken? Ich habe 4 Versandte Dingens hingeschickt, also... 4 Versandte? Also ich sehe da keine Gesandten drin. Eine Föderation habe ich. Dann mache ich hier auch mal Roboter. Also ich habe... Wenn ich denn genug Minereien habe. Und alle resettet. Diese Gase, ne? So. 4 Gesandte. Jetzt machen wir gar nicht mal so viel. Ich habe eh Energie-Credits, bin ich mittlerweile voll. Weil wir müssen die Kohäsion nach oben bekommen, damit wir Erfahrungspunkte bekommen, damit wir die Dinger leveln. Ja. Mach ich ja gerade. Ja, 1200 Punkte. Falls du übrigens irgendwann keinen Bock mehr hast, mein Untertan zu sein, sag Bescheid. Dann, Lass ich dich ohne Wenn und Aber frei. Ist ja nicht Johnny. Ne, Johnny? Ja. Johnny redet irgendwie nicht mehr. Ah, ja, der ist weg. Oh, ja. Nee, bin ich nicht. Oh. Ja, das Wichtige ist... Mal gucken, haben wir noch was? Ja. Ach schon. Ja, das ja. So, dann haben wir hier bald auch auf der Welt... nee, haben wir noch nicht, weil ich es noch nicht auswählen konnte. Jetzt kann ich aber hier Roboter-Montagebank bauen. Da machen wir auf Voralbergia, machen wir endlich mal hier, dass wir richtig Arbeiter haben. So, dann baue ich noch bei dir einen orbitalen Montagekomplex. Der sorgt, ich weiß gar nicht, hast du einen Orbitalring? Nee, hast du nicht. Bau mal einen Orbitalring um deinen Hauptplanet. Okay. Klick mal auf dein Konstruktionsschiff. Tyrolesia ist auch noch nicht so gut aufgestellt. Dann geh mal in dein System rein, in dein Hauptsystem und mach mal rechtsklick auf deinen Hauptplanet. Hin. Hast du da die Möglichkeit, Orbitalring zu bauen? Oder Megastruktur bauen oder so? Irgendwas müsste da stehen. Bitte. Orbitalring kann ich bauen. Und dann über, ne, Synton. Ja. Ach, scheiße. Ja, also, dann haben wir hier einen Priester, dann geht das auch plötzlich viel besser. Orbitalring. Was? Ja. So. Okay. Hm.
wenn hier bald auch Rosa hinkommen. Research complete. Dann sollte sich das auch alles wieder geben. Weil ich baue nämlich auch jetzt gerade einen orbitalen Montagekomplex, der sorgt dafür, dass die Gebäude, die du auf dem Ring baust, mehr Auswirkungen haben, also quasi besser sind. Du hast auch, sehe ich gerade, zwei Wohnungen zu wenig, aber das ist kein Problem, weil du kannst Wohnungen... So, in 36 Monaten haben wir hier den Roboter fertig. Dann kriegst du mehr Distrikte, dann kannst du noch ein Nexus-Distrikt bauen. Okay. Piraten gesichtet? No, nein. Geht weg! Nicht Piraten! Hast du das gebaut? Ah, ja. Das baut das, okay, wenn wir bauen, ist eh noch den Orbitalring. Wie gesagt, das Wissenschaftsministerium machen wir dann auch noch. Hier irgendwie... Dann wächst hier die Bevölkerung. In 8 Monaten ist das Wachstum eines neuen Bewohners abgeschlossen. Das klingt gut. Hast du noch einen Planeten, der sich auf Wissenschaft konzentriert? Nein. Hm. Wir werden das Weltraum noch nicht aktivieren, Schiff. Nein, ganz dumme Idee. Research complete. Zurückziehen, danke schön. Bei 800 Forschung ist immer noch extrem wenig, nehme ich an. Da muss noch mehr passieren. Ja. Aber du eigentlich, also du musst dich gar nicht so sehr auf Forschung konzentrieren. Du bist doch Spiritualist. Ja, aber Johnny meint, ich soll ja so 2000 Forschung haben. Also... Also. Ich sagte, 2000 Forschung wäre das Ziel, nicht das Muss. Ich dachte, das wäre das Minimum, so wie ich dich verstanden habe. Ich habe extra gesagt, 2000 ist das Ziel, aber 1000 wäre auch schon besser als deine 200 damals. Ja, okay, ich bin jetzt bei 800, das heißt, bald habe ich schon die 1000, hoffe ich. Also, mehr Forschung ist immer besser. Research complete. Dann kümmere ich mich mal um mehr Forschung. Du kannst autonome Bergbaudrohnen, das klingt gut. Außer du hast da so viel Forschung, dass du irgendwie, dass deine Wirtschaft darunter halt kann. Ja, ich habe halt so viel Forschung, dass ich ständig wieder exotische Gase brauche. Das ist ja mein Problem. Eine archäologische Stätte wurde vollständig ausgegraben. Juhu. Was bringt mir das jetzt? Verfügbare Reliktaktivierung. Reliktklinge der Jägerin. Research complete. Die aktiviere ich doch mal. Naja, vergiss nicht, dass die dich auch Einigkeit kostet, jedes Mal, wenn du die aktivierst. Ach gut, dass du mir das jetzt sagst. An Alien Empire has established communications. Von Einigkeit steht hier relativ wenig. Oder aktivieren, einfach nur einmal aktivieren und dann. Ja gut, Einigkeit habe ich so viel. Ja, dann kannst du Ambitionen ja machen, wenn du die schon freigeschaltet hast. Die Klinge der Jägerin macht Moral, Armeen plus 25, Sensorreichweite, Planetar plus 2, diplomatische Bedeutung plus 10. Ja, aber ich an deiner Stelle würde das immer erst dann aktivieren, wenn du auch wirklich im Krieg bist und das brauchen kannst, weil das Ding hat Ablenkzeit. Und wenn du es jetzt aktivierst und es dann irgendwann ausläuft... Oh Gott, wie deaktiviere ich das wieder? Gar nicht. Ah. Du musst jetzt einfach auslaufen lassen. Aber guck mal, drück mal F7 oder geh mal links auf Erlasse. Und scroll mal da ganz nach unten. Hast du da, steht da irgendwas von Ambition? Wo Ambition steht hier? Müsste nicht sein bei ihm. Hat okay. Nur noch keine. Irgendwann kannst du Ambitionen freischalten über Technologien. Die kosten dann einen Haufen Unterhalt an Einigkeit im Monat. Aber dafür hast du da sehr starke Boni für. Was? Pelissimus Ravengers ist tot. Benjamin. Ja. Ganz kurze Frage, ne? Weißt du noch diese komischen Zeitschleife-Reptilien, ne? Ja. Reparieren oder Schicksal entscheiden lassen? Reparieren war es, oder? Hast du nur diese beiden Auswahlmöglichkeiten? Nee, und halt unterbrechen. Aber das weiß ich, das mache ich nicht, weil... die Zeitschleife unterbrechen, ja. Aber die kannst du, wenn du das klug in dem Folge-Event machst, An kannst Alien du die Empire als established communications. Dann graben wir hier doch gleich mal die nächste archäologische Stätte frei. Und was kriegt mir das für eine Schöne? Dass du einen fanatischen Säuberer als dein Untertan hast. Wo sind die denn überhaupt?
Tavender, heißt das System. Ist bei mir in meinem westlich Niemandsland drin, relativ mittig. Westlich? Neben Zafmak. Über dem Fallen Reich im Arm halt da drüber. Weißt, was ist mit dem? Sassi? Was ist es mit dem. Was soll ich mit dem Ding ins Ding machen? Bubbles. Hier ist ein Orbitalring gebaut und jetzt? Ich hab jetzt Bubbles. Genau, und jetzt kannst du den upgraden, wie eine Station. Der müsste dir jetzt auch rechts unter Sternbasen angezeigt werden. Ach, hier. Research complete. Und den cradest du erstmal höchstmöglich ab. So, da haben wir hier das. Was wird denn hier als dieses eigentlich erforscht? Schildschwingung? Dafür stimmen. Dafür stimmen. Was im Senat ist. Ratsgröße ändern? Ja, auf 3. Das heißt, wir haben einen Spieler mehr im Rat. Okay, wenn du das sagst, dann stimme ich dafür. Sind nur alle dagegen, blöderweise. Also generell stimmst du eigentlich eher Prick für das, was Johnny, wofür Johnny stimmt und stimmt. Ja, und Johnny ist ja auch dafür. Ja, deswegen sage ich ja. Und jetzt müssen wir noch Gefallen kaufen. Kann jemand die Pirak-Leute... Pirak? Man da von dem... Ich hab Gefallen bei gefühlt jedem mittlerweile. Ich kann die Malavid Nation, habe ich Gefallen. Willst du die einsetzen, Johnny? Das mache ich immer am Ende, okay? Jo. Die Piraks sind halt mit allen befeindet gerade. Die kriegt man nicht so einfach überzeugt. Drauf, ne? Okay, perfekt. Machen wir weiter im Text. Titania, finally. Dankeschön. Gottes Willen, ich war da vor so einem Satz drauf. Oh fucking Titan, Alter. Ich hab schon 3 Stück. Ich hasse dich so sehr, du Scheißmaschine. Ja, vor allem, und ich hab die KI. Johnny, der Maschinenrassist hier. Ja, das ist halt immer das Lustige. Ich hab die KI übernommen, die Johnnys Untertan war. Also auch noch. Extra Scheiße. Ja. Es war ein Bündnis, wovon beide profitiert haben. Boah, ich habe ja jetzt eindeutig davon profitiert, nicht wahr? So, dann machen wir das auch mal. Dann erforsche ich hier einfach mal ganz viel. Das war so lustig. Oh shit. Mein, klar, ich hatte jetzt den Krieg, aber hey, das hat mir das System gebracht. Sieh doch, jetzt habe ich nicht mehr diese hässlichen Pirak-Leute innerhalb meiner Systeme. Apropos Systeme, Johnny. Ja, du wolltest doch Johnny ein System eigentlich geben. Ja, sobald wir Krieg gegen den Typen da führen, weil das ist von dem einen Untertan, der sich dann mir unterwirft, und dem kann ich das abnehmen, beziehungsweise den kann ich dann schlucken. Ah, wie er keinen Krieg findet, oder? Nee, jetzt noch nicht, aber es gibt noch ein System, über das ich mit dir bartern möchte. Das wäre... Ginnog. G-I-N-N-O-G. Nein. Okay, außer warum? Frage. Ich habe damals einen Leittunnel gebaut, darum. Kannst du nicht einfach woanders einen neuen bauen? Nee. Weil es gibt Frames. Mich bei. Das ist mein Tunnel zu Cersei rüber. Das wäre natürlich nicht gut, den ich gerade sehe. Research complete. Ja, aber der, also das ist selten ein Sklave. Nee, das mache ich das nicht. Ist doch gut, der Tunnel, dass das zu ihm ist, das wäre doch super für mich, jetzt wo er mein Untertan ist. Research complete. Am Rande erwähnt, der Special Tunnel, also complete. Der Pfad zu Cersei, führt einmal entweder durch ein Fallen Empire oder einmal quer durch meinen Vasallen durch. Mhm. Sag mal, was macht man eigentlich mit lebendem Metall? Nein. Weil das sammeln. Ausgeschlossen. Sammeln und Gebäude, womit? Gebäude bauen. Womit? Neben das Metall, weil ich sehe hier gerade, habe ich irgendwie, da ist gerade null Produktion Chips und alles. Upgraded. Sammeln und Erlasse von finanzieren am Ende. Okay, dann werde ich vielleicht mal, weil ich hier Fett Money habe, gucke ich doch mal, ob ich lebendes Metall auf dem Markt irgendwie so im Händler ein bisschen kriege. Das ist potenziell eine gute Idee, Frick. Das ist eine sehr gute Idee. Muss ich dich für loben. Lebensmetall will ich mal kaufen. Es muss nicht viel sein, sagen wir mal 2. Ich benutze es ja aktuell nicht. Und dafür diese Konsumgüter, die ich kaufe, brauche ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich Konsumgüter tatsächlich mittlerweile produziere, wie sonst was. Benjamin. Ja? Wären Sie bereit fürs Eltor?
Nee, ich nicht, aber viel Spaß damit. Ich habe ja eh kein Eltor bei mir in der Nähe, oder? So, hier haben wir doch mittlerweile... Nee, da ist der Roboter immer noch im Bau. Wo war denn der andere Roboter, den ich baue? Württemberg, ja, der hat einen Roboter jetzt. Also, sagen wir mal, der in der Mine wahrscheinlich arbeitet. Komm mal mit einem Forschungsschiff, um dann... Was? Du? Nein, das mache ich. Genau, Bergarbeiter-Roboter. Ich öffne das. Ich hab's ja vor, ich öffne das. Ja, ich komme ja auch nicht zum Öffnen, sondern um dann mit zu erforschen, dieses Thema. Ah, okay. Abbau von Throne, endlich. Was machen wir mit Zro? Das ist für Psioniker eigentlich das Lebenszeug, aber... Ist es eigentlich... Ach so. Stell's dir vor wie Space Opium. Ach so. Ja, also Spice wird hier einfach abgebaut. Exakt, Spice. Ich find's immer noch belassen, dass sie das im deutschen Gewürz genannt haben. Ja, wo haben sie das so gerne? Bei Star Wars meinst du jetzt, oder was? Ja, bei Dune haben sie es, glaube ich, nicht so genannt. In den alten, aber in den neuen nennen sie es Gewürze. Ich glaube, es ist auch äußerst gewürzig. Incoming Transfer. Ja, ich meine jetzt halt auch wirklich das aus Dune eher, was dann halt da auch Spice einfach heißt. Ja, ich weiß. Das haben sie auch im Deutschen, glaube ich, so genannt. Ist ja auch richtig so. So, Johnny, ich bin bereit. Jo. Ich muss kurz mit meinem Wirtschaft. Solange ihr nicht mein Eltor hier einfach öffnet, ohne mir was zu sagen, da wäre ich ein bisschen. Das öffnet sich dann automatisch mit, keine Sorge. Ach so, ja dann, wenn dann hier eine 100k-Flotte durchkommt bei mir. Viel Spaß da, Rafik. Shit happens. Nein! Shit happens. Nein! Du hast Grenzen geöffnet. Tuxcan Mandate hat mir die Grenzen geöffnet. Wo ist denn das überhaupt? So, wer ist unzufrieden? Zuckerburg ist unzufrieden. Warum ist Zuckerburg unzufrieden? Keine Ahnung, warum sie unzufrieden sind. Die sagen mir ja nichts. Die haben wahrscheinlich zu wenig Leute. Alter, mittlerweile... Und Johnny, hast du es geöffnet? Nee, mittlerweile bringt mir der Kristall einfach 160k. What the fuck? Das ist, öffne, das heißt ist zu viel Geld. Momentchen. Rettet ihre Geschichte. Das Eltor, Momentchen, kriegst du gleich. Da sie eben eh kaum Leute. Aha. Er will sich das Eltor direkt krallen. So, da eben keine Leute, wo da nichts ist. Benjamin, siehst du schon. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß auch nicht. Vielleicht an der fucking Expeditionslotte direkt dann da vor der Tür. Oder bauen wir ja auch gleich mit? Eventuell. Das ist doch noch gar nicht vollständig. Da kommen nur nochmal viermal so viel, wa? Gott, ich habe mittlerweile schon wieder drei Aufstiegsvorteile. Das ist ja auch toll. Ich bekomme ein Event, wenn du es öffnest, also keine Sorge drum. Kann ich mittlerweile die Arkologie machen? Das ist schon wieder Piraten. Genau. Ich könnte doch noch einfach kurz, natürlich kann ich die Spaceport under attack. Einen Tag oder so. Wo sind sie denn diesmal? Da sind sie diesmal. Dann ist automatisch rausgeworfen aus meinem System. Ja, das, aber wir haben doch noch ein bisschen Waffenstillstand, Johnny. Waffenstillstand? Ben, ist es normal, dass ich jetzt irgendwie so minus 65 Energie-Credits mache? Nein? Oder? Nee. Ist, weil ich mache gerade irgendwie... Construction complete. Verliere gerade Unmengen Energie-Credits. Ja, aber du warst nicht. Woran's liegt? Yep. Research complete. Kannst ja ein paar Generator-Distrikte mehr bauen auf einer Generator-Welt. Yep. So. Aber ich hab eine Generator-Welt. Ja, ich hab dir doch eine gesagt, dass du machen solltest. So, okay, irgendwann müssen sie da runter zum Upgraden. Die müsstest du rechts unter Sektoren auch als Generatorwelt sehen. Sektoren. Johnny, können wir uns darauf einigen, dass ich ein System im L-Tor bekomme? Welches? Mir egal, irgendeins. Hier ist sag mal, wann wollten wir den Pirak eigentlich platt machen? Wie viel kriegst du?
Warte ich auf Benjamin so ein bisschen, offen gesagt, für. Ja, ich warte aufs L-Tor. Du hast mich jetzt heiß gemacht. Du weißt, dass ich, was L-Gate angeht, immer abgehe. Mensch, Benjamin. Du außerdem, und deine L-Tor, so wie ich uns hier kenne, sind das eh die Sano oder Chips der graue Spur. Upgraded. Oder so wie Drake. Ist denn da schon wieder so Militärstation? Ich uns kenne, Benjamin. Richtig, bricht hier noch ein fucking Heaven. Fucking Walk the Heavens aus, ne? Was macht denn die Shadow Fleet hier mit ihrer 132er Flotte Station? Aber was kann ich denn da bauen aus dem Gebäude, was mir Energie bringt? Keine Gebäude, du hast ein Gebäude hier, Energienetz-Ding. Warte mal, wie heißt das Ding? Das Ding heißt Energienexus. Ja, das haben sie natürlich abgelehnt, unseren Beschluss. Ja, das ist Johnny hat richtig gut hingekriegt. Ich habe jetzt Skularium. Benjamin. Du hast mich gehypt mit dem L-Tor. Du, was kann ich dafür, dass du das verpasst hast, es mir zu sagen? Obwohl ich dich sagte, ja, sag's mir, wenn's ready ist. Damit ich dann das auf Netz drücke. Ich habe dich darauf hingewiesen, dass du die Sachen investieren sollst. Du hast was gesagt, nein, mach es ich später. Es ist scheißegal. Wisst ihr auch warum? Warum? Weil wir den 10.01. haben und du den das Anfang des Jahres neu laden kannst. Exakt. Wollen wir das machen? Ja, jetzt komm, mach. Hab keinen was Bock, ist denn jetzt schon wieder los? Tage zu warten. Partie beenden? Was habt ihr denn jetzt wieder gemacht? Ja, alle Partie beenden. Wir laden kurz.